Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Resident Evil Zero. Diesmal, da wir in der letzten Folge so kläglich versagt haben, ich weiß überhaupt die Steuerung gar nicht mehr. Steuerung? Z. Nein, Z war es nicht. Was, welche Taste war das denn nochmal hier? Ach ja, C, ne? C wie Charakter. Denn letztes Mal hatte unser Billy, der wäre der, keine Waffe mit. Ich weiß jetzt gar nicht, wir haben, glaube ich, gar nicht so viel jetzt hier gemacht. Deshalb gucke ich mir einfach nochmal alles an. Also wir haben hier im Foyer, nenne ich es mal, gespeichert. So. Jetzt mal wieder in die Steuerung reinkommen. In die Resident Evil Zero Steuerung. Ja, hier wartet jemand ganz Schönes auf uns. Den lassen wir mal in Ruhe. Bang, voll in die Fresse. So, da kommen wir weg. Den netten Herrn lassen wir mal in Ruhe. Ich gehe mal hier weiter. Ja, letzte Folge. Das war fies. Ich glaube, hier sind wir schon einmal rumgegangen. Die war ja zu. Feuermotiv, das müssen wir noch alles finden hier. Ich will mal schneller laufen, aber das geht nicht. Es geht nicht. Rennen geht nicht. So, hier ist das Ding und da kommen wir ja nicht weiter. Da brauchen wir irgendwie ein Zahnrad, hätte ich fast gesagt. Ein Ventil. So, was war hier? War die Leiter nach oben, ne? Hier ist noch Benzin, das brauche ich jetzt gerade aber auch nicht so. Wir gehen erstmal die Leiter hoch, gucken uns erstmal wieder ein bisschen um. Wir sind ja lange schon nicht mehr hier gewesen. Da darf man sich ja wohl mal ein bisschen umgucken. So, hier oben waren wir auch. Hier müssten jetzt normalerweise Zombies liegen, die sind jetzt aber schon verschwunden. Da liegt noch eine Flinte, die brauche ich nicht, da habe ich keinen Platz für. So, wo kommen wir denn da an? Nur um das nochmal im Blick zu haben. In diesen Raum, okay. Okay, okay. Dann müssten wir ja eigentlich hier irgendwie durch. Lass mich nochmal kurz überlegen. Was war denn genau hier? Hier war noch so eine Tür. Und hier ist eine große Tür. Große Türen beinhalten normalerweise große Räume, würde ich mal behaupten. Und genau hier wollte ich ja, glaube ich, hin, nicht wahr? Ja, hier ist ja der Dingensraum. Genau, hier ist ja das. Hier kam er ja nicht hoch. Ja. Wie kann man nochmal wechseln? So. Falsche Taste. Aufzug. Rechteckiges Loch. Ach so. Richtig. Hab ich das? Ja. Fellwendeln. So. Dann schicken wir sie mal nach oben. Uiuiui. Jetzt müssen wir mit. Hier müssen wir jetzt erstmal diese. Ja, ganz ruhig. Diese hässlichen Viecher hier erledigen. Die man nicht erschießen kann. Was ist denn das hier? Also wirklich, Leute. Ups. Bin ich einfach mal rausgetappt hier. Muss ich hier echt die Flinte mitgeben, aber Zero. Das ist dumm. Das ist echt dumm, Freunde. Das ist dumm. Das mögen wir nicht. Ja, toll. Mal wieder ein toller Anfang hier.
5 Minuten für nichts. Mal wieder rumgerannt und gestorben. So, fortsetzen. Ja, das lese ich jetzt schon zum 100. Mal. Büpi, düpi, düpi, düp. Bin ein bisschen angespannt, hätte ich fast gesagt. So, das Erste, was wir jetzt machen. Wir legen alles mal hier vorne hin. Denn das verschwindet ja anscheinend nicht. Moment, ich muss ja hier, muss ja tauschen. So, das brauche ich auch nicht. Da hinlegen, gut ist. So. Jetzt kriegt sie erstmal die Flinte, damit sie die nicht ins Korn wirft. Hahaha. So, Moment. Ja. Wo war das jetzt? Glaube ich hier. Mann, oh Mann, fängt ja wieder gut an. Ui. Uli, nee, war das gar nicht. Man kommt doch auch leichter zu dem Raum, oder nicht? Ich muss doch jetzt nicht immer da außen rum gehen, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Hier gibt es doch irgendwo eine Tür. Nee, das ist ja die Eingangstür. Hä? Ich meine, da kann man doch. Kann man doch so hin. Also, wir gehen jetzt außen rum. So, der Geiz. Dauert alles zu lange. Ja, so ist das alles, so ist das alles so. Türenwahnsinn ist das. Das ist der Türenwahnsinn. Hier im Anwesen. Leiter hochklettern, nein. Leiter hinunterklettern, ja. So, nochmal hier entlang. Die Flinte ist sowieso leer, die da liegt. Keine Munition mehr drinne. Da sind wir doch schon wieder. Hat doch überhaupt nicht lang gedauert. So, jetzt müssen wir mit ihr natürlich erstmal die Flinte ausrüsten, damit das hier auch alles vernünftig verläuft. Machen wir das schon mal. So. Und so. Und so. Und so. Beenden. Und dann müsste sie die Flinte in der Hand haben. Moment, was tue ich denn schon wieder? Große Türen, große Räume. Haha. Huhu. Wie ich schon gesagt habe, alle hassen Frühschicht so. So. You stay here. Okay. So, dann kann er jetzt seinen Knüppel da reinlegen. Ich trinke eben schnell was und er zieht sie so lange nach oben. Ich hoffe, das geht schnell genug. Nee, macht er nicht. Muss ich erst einmal bestätigen. So, mit der Flinte klappt das hoffentlich ein bisschen besser. Pissig. So, das hat ja gut geklappt. Ich glaube, da kommt gleich noch einer, ja. Tot. Scheiße. So, da müssen wir nur eben dran denken. Das will ich nicht. Ich möchte. Junge, Junge, Junge. Immer diese extra Würstchen. Die Munition hier haben. Pistolenmunition. Jawohl, dann können wir auch eben die Waffe reden. Die Waffe wechseln. Oh, jetzt hat die auch noch 0. Wie soll ich denn gleich diesen riesen Skorpion irgendwas. Nee. Was ist denn das überhaupt? Tausendfüßler. Wie soll ich den denn besiegen? Ist dann die Frage.
Ich könnte den Granatenwerfer natürlich noch holen, das ist klar. Ja, und dann mal hoffen, dass es mit der Pistole noch so hinhauen. Ja, komm. Diesmal nicht. Keine Lust auf euch. Nö, nö. So, hier passiert nämlich der ganze Spaß. Mal eben gucken, ob hier noch was ist. Ich glaube, hier ist nur die Treppe. Da ist nichts. Weil hier kommt ja gleich der Tausendfüßler. Das können wir nicht beiseite legen. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. So, ich gehe nochmal hier runter. Vielleicht liegt hier ja schon irgendwas Spannendes. Was man schon mal aufsammeln kann? Nee. Nee. Ist ja nix. Gehst du bitte wieder hoch? Gut, dann ist hier ja gleich... Ach Quatsch, hier ist ja gleich die Treppe. Da, hier ist... hallo, Kamera, Kamera. Ja, schneller kann man die Treppe nicht runtergehen. So, da ist die Tür mit dem Granatenwerfer und hier müsste... Ja, aufgeschlossen. Hier müsste jetzt der Durchgang sein. Wo wir unseren Freund und Helfer Alfred Jansen, da ist er, zu uns holen können, wenn er das schafft. Please open the door. So. Jetzt ist hier auf einmal ein Zombie, das ist ja auch ganz schön. Ich habe gar keine Munition. Aber ich müsste noch ein paar Pistolenschüsse haben. Ich gehe natürlich hier jetzt zur Sicherheit rein. Das dauert ja alles viel zu lange. Deshalb nehmen wir die schon mal gleich in die Hand. 8 Schuss müssten eigentlich reichen. Hoffen wir mal. Wenn nicht, spielen wir nochmal. Wir können diese Stelle noch 1000 Mal spielen. Dann haben wir sie zumindest drauf. So, ich schieße ab da jetzt. Gut. Ist er tot? Oder ist er tot? Ich glaube, der war schon vorher tot. Aber auch nicht. Gut, wo kommen wir denn hier hin? Ja, wo kommen wir denn da hin? Ist die Frage. Ah, doch oben. Ja, hätten wir uns den Weg dort auch sparen können. So. Okay. Jetzt mache ich aber nicht den gleichen Fehler wie letztes Mal, sondern jetzt kriegt sie überhaupt keine Waffen. Moment. Denn sie kann die ja nicht benutzen, aber wer soll denn das vorher wissen, bitte? Ne, die Waffe kann sie ruhig behalten. Das wäre ja Quatsch. So. Aber die Munition, die kann er mal haben. So. Zack, einmal durch die Tür. Machen wir das eben auf die Schnelle hier. Wundervoll. Moment. Hahaha, habt ihr euch so gedacht, ne? Bevor ich jetzt wieder hier irgendwelche lustigen Sachen machen muss, speichere ich das doch erstmal ab. Dieser gruselige Mann dort. So, hier liegen jetzt ja die Farbbänder. Das sind die. Die kann sie ja auch wieder mitnehmen, denn wir haben ja wieder ein bisschen Platz. So, einmal aufschreiben. Ich speichere jetzt. Ah ne, die schreibt ja Rebecca 07 alle. Obwohl die ja ein 08, Entschuldigung. Weil die ja, muss ja eigentlich auch einen Roman schreiben, dass sie den ganzen Farbband verbraucht. Aber ich bin hier jetzt nicht, um zu
kritisieren. So, denn dieses Ding hier, das kann sie eigentlich auch haben. Die ist leer. Kann ich nichts mit anfangen. Sauber, so. Dann kommen sie mal mit. Wir haben hier wichtige Sachen zu erledigen. Ich hoffe, das wird nicht noch schwer. Ich bin jetzt schon so schlecht. So, Moment, wo kamen wir denn jetzt? Was ist denn jetzt? Wer bin ich? Wieso bin ich jetzt hier lang gegangen? Hier muss ich doch gar nicht lang. Du Trottel. Moment, wo ist sie denn jetzt? Da. Da ist sie rausgekommen. Muss sich auch mal einer merken, hier die ganzen Türen. Schlimm. I'll check it out. Roger. So, habe ich Platz. Muss ich ja haben. Dann nehmen wir schnell den Granatenwerfer mit. Denn dort drinnen, wissen wir ja, sind ganz nette Persönlichkeiten, die uns nichts angehen. Ja, komm, hier. Nimm das jetzt mit. Junge, wieso nimmt er das nicht mit? Meine Güte. Gut, dass ich gespeichert habe. Da ist noch. Ist mir egal, ich nehme mir alles mit. Kann ich nicht tragen. Moment. Kann ich wohl, du Lügner. So, schnell mitnehmen und dann geschickt ausweichen. Geh schnell durch. Oh, Gott sei Dank. Schwierige Angelegenheit. Schwierige Angelegenheit.